aufgeschlossen und los geht's. Teilung im Arbeitstempo. Trab und leicht tragen. Wir haben jetzt hier fünf junge Damen in der Bahn, die alle schon einen sehr schönen gestreckten Grundriss zeigen. An erster Stelle die Katrin, muss zusehen, dass sie ihre äußere Schulter vor allen Dingen in den Ecken mitnimmt in die Bewegung. Linda, geh mal weg. Die Hände ruhig noch etwas geschlossener vorgestellt. Steht da vor in der Kamera. Bitte ruhig mal etwas nachpassen, damit die Hände etwas mehr vor ihr stehen. An zweiter Stelle die Isabelle. Isabelle sitzt etwas bemüht, gerade etwas elastischer noch einsitzen. Ja, so sieht das schon viel besser aus. Und an dritter Stelle, das ist die Nicole. Nicole hat einen schönen elastischen Grundriss. Auch Nicole könnte die Kniebe noch mal nachgreifen, um insgesamt noch etwas mehr Einfluss auf ihr Pferd zu haben. Einmal durch die ganze Bahn wechseln. An vierter Stelle hätten wir jetzt die Vanessa. Vanessa könnte für den noch du hast die Unterschenkel etwas vorgeschoben und das Knie kommt etwas hoch. Ansonsten hätte sie einen sehr schönen gestreckten Grundriss, eine korrekte Übung. In den Ecken auch darauf achten, dass die äußere Schulter mitkommt. Und Janine zeigt auch einen schönen gestreckten Grundriss. Allerdings muss ich darauf achten, dass der Absatz wirklich der tiefste Punkt bleibt. Jetzt mal von alle Reiter aussitzen. Janine muss auch aufpassen, in den Ecken ihre äußere Schulter mitnehmen. Einmal hier auf den Zettel geritten. Die Abstände immer hoch einhalten. Abteilung Schritt, Mittelschritt. Das Galoppieren machen wir jetzt einzeln. Das hat den Part an. In der nächsten Ecke angaloppieren. Und hier am Ende der Abteilung dann anschließend selbstständig durchparieren und ab und zu stoppen. Schon ein bisschen geschmeidiger ein, aber alles auch hier gut. Müssen Sie sehen, dass Sie noch etwas mehr Druck auf den Bügel bekommen. Schön nach unten reinschwingen in die Bewegung hinein. Hier ist auch die zweite Reiterin, die Isabelle, antraben, in der Ecke angaloppieren. Zweite ist auch gut, also die jetzt galoppiert. Isabelle zeigt uns schon einen sehr sicheren Galopp. Aufpassen, dass sie nicht in der Hüfte einknickt jetzt in der Ecke. So, dann kann die Nicole schon antraben und auch in der Ecke angaloppieren. Nicole noch einmal durchparieren vom Trab und neu angaloppieren, das war jetzt der falsche Galopp. Noch einmal runter auf den Zirkel, damit wir nochmal, noch einmal durchparieren und nochmal neu. Jetzt nochmal die Ecke nutzen, ganze Bahn weiter dann. Ja,
wenn er im Galopp zu schnell wird, dann halt ihn ein bisschen zurück, aber nicht zu sehr, dass er durchpariert. Dann halten wir die Vanessa, Vanessa antraben. Und auch in der nächsten Ecke angaloppieren. Auch Vanessa noch einmal durchdrehen. Dafür halt die Kappe. Ja, nochmal durchdrehen. Und noch einmal durch. Stell ihn mehr nach innen. Außen den Schenkel ein bisschen anticken. Vorbei, einmal dort eine Runde auf den Zirkel. Und versuchen wir mal auf den linken Fuß anzupacken. Okay, ja, super. Und links abbiegen, den großen Bogen hinten wieder anschließen. Dann fehlt nur noch die Janine. Anhaben. Und gleich in der nächsten Ecke dann angaloppieren. Okay. Ja, die Hände mir zusammenführen, schön auseinander aufstellen. Nochmal die Abstände etwas vergrößern, bis auf die zweite Reihe rein, die kann ein bisschen aufschließen. Und noch einmal Abteilung im Arbeitskonto. Lass die Züge ruhig ein bisschen länger, wenn es zu hitzig wird. Mama, jetzt sag nie wieder, ich bin fett. Und Abteilung. Halt, dann mal also die Füße mit verschnallen. Hallo. Kann gerne ausgeholfen werden dabei, das ist kein Problem. Hör mal. Eins. Willst du da durch? Ich würde sagen eins. Ja, weil sie eh schon kurz hatte. Fertig? Ja. Keiner schreit nein, dann gehe ich mal davon aus. Ja, und zweite Reiterin muss mit dem Zügel wieder zusammenschneiden. Alles klar?
Okay, dann Abteilung Marsch, Mittelschritt. Jetzt kommt der Prüfungsteil, in dem der geprüft werden soll. Teilung von Arbeitstempo, Kraft und den leichten Sitz zeigen. Einmal hier bitte auf den Zirkel geritten. Aber auch hier den Fleiß erhalten. Katrin, mach die Beine zu, sag ihm, es geht nach vorne. Mal ein neuer Versuch durch die ganze Bahn wechseln. Katrin kommt vielleicht ein bisschen sehr weit nach vorne. Etwas mehr aufrichten, damit du nicht vor der Bewegung bist. Und immer wieder fleißig reiten. Je fleißiger man reitet im gleichen Sitz, desto einfacher wird das. Isabel zeigt uns zum leichten Sitz schon den Trab sehr sicher. Auch genauso wie Nicole. Auch Nicole muss aber aufpassen, dass sie nicht zu weit nach vorne kommt. Vanessa und auch Janine hinten zeigen den leichten Sitz sichern. Vanessa, die beiden Unterschenkel nicht zu doll nach vorne strecken. Schon hinten am Pferd, am Pferdebauch liegen lassen. Einmal durchparieren zum Schritt. Jetzt machen wir die Galoppübung jeden einzeln. Ich habe das schon mal anfahren.